Widder, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung April 2024, okay? Widder, wir schauen uns alle Bereiche etwas gründlicher an und wir gucken einfach mal, was ist das, was auf dich zukommen kann, auch für die ältere Generation, wenn Widder natürlich bereit ist, in Resonanz zu gehen, okay? Widder, wir schauen mal. Atme tief durch und wir starten sogleich. Wow! Für viele Widder geht es jetzt schon mal um die Gefühle. Okay? Gefühle kann sein Partnerschaft, Liebe, ja, Beziehung, Sexualität, aber auch dein Wohlfühlambiente. Das Ass der Kelche ist schon mal eine sehr positive Karte, weil die spricht uns nicht nur von Möglichkeiten, in die Liebe zu gehen, sondern sie spricht vor allen Dingen davon, dass das Ankommen da ist, der Wunsch ist da, die Umsetzung ist da, okay? Man lässt Egos zurück, man lässt Wut zurück, man lässt Partner zurück, die nicht so toll waren. Kann sein, dass du vielleicht ein Mensch bist, der hellere Haut hat, vielleicht blond, dunkelblonde Haare bis rote Haare. Dass du vielleicht eine Person bist, die auch blond gefärbte Haare hat. Bist du in dieser Kategorie, heißt es, die Verbindung, die auf dich zukommt, mit einem Menschen und mit dir, wird deine ganze emotionale Welt ins Gleichgewicht bringen. Bist du ein Ausländertyp oder hast du dunkle Haare, ja? So wie hier, Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebsfische, Skorpion. Bist du ein Mensch, der dunkle Haut hat oder gefärbte Haare hat? Hier heißt es für dich, aus der Erfahrung, die du in der Liebe schon gemacht hast, aus der Erfahrung, die du schon in der Gefühlsebene gemacht hast, mit Verachtung, ja, mit Heirat, mit Scheidung, mit Trennung, mit was auch immer, wird dich stärken und wird dir zeigen, dass du wieder vertrauen kannst, dass das Leben im Monat April sich zu deinen Gunsten wendet, dass die Energien wieder in einen schönen Flow kommen können, wenn du aber auch bereit bist, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, damit auch dein Seelenfrieden wieder zurückkommen kann. Also hier geht es darum, die Leute, die dunkle Haare haben, vor allen Dingen, okay, gefärbte dunkle Haare, Ausländertypen, wie auch immer, hier geht es darum, ordne deine Stabilität, deine innere Sicherheit und dann geht es bergauf. Guck mal, also die Karten wollen von alleine reden, ja. Heute geht es vor allen Dingen für unsere Wiedergeborenen um die Gefühle, um die Seelenpartner, um die Seelenliebe, um die Dualität, um das Ankommen. Und danach geht es erst um die anderen Bereiche. April wird ein sehr spannender Monat werden für alle die, die sagen, Alena, kommt ein Partner, kommt ein Ex-Partner zurück, ja? Kann ich meine Ehe noch retten? Soll ich mich trennen? Soll ich bleiben? Für all die, die diese Fragen haben, ob sie sich trennen sollen oder nicht, du selber weißt ganz genau, was du in dieser Partnerschaft, was du in diesem Gefühlschaos, auch in der Arbeit alles durchlebt hast. Du weißt selber, ob du die gleiche Wertschätzung zurückbekommst, auch von der Familie, auch von den Freunden, von den Kindern. Alles das fällt im Bereich Gefühle und Liebe. Und wenn du aber sagst, soll ich mit diesem Ex-Partner zurückkommen, geht es mir an erster Stelle darum, dass du weißt, dass du einen Entwicklungsprozess gerade durchlebt hast oder auch durchlebst und durchleben wirst, gerade im Monat April, der dir aufzeigen wird, dass das Glück nicht abhängig ist von einem anderen Menschen, dass dein Reichtum nicht nur die Finanzen sind, dass deine Gesundheit auch deine Aufgabe ist. Du kannst mit diesen Menschen wieder in eine Partnerschaft gehen, in eine Freundschaft gehen, in eine Verbindung gehen, aber dafür muss der andere Mensch genauso transformiert sein wie du auch, okay? Wir schauen weiter. Monat April heißt es, vor allen Dingen für die Finanzen. Einige von euch habt ihr im finanziellen Bereich noch ein paar Altlasten, ja, Konto überzogen, vielleicht ein paar Schulden, okay? Vielleicht schuldet irgendeiner euch noch Geld. Im Thema Finanzen, alles das, was aus der Vergangenheit abgeklärt werden darf, soll und muss. Im Monat April ist wichtig, dass du dahinter bist, okay? Warum ist das wichtig? Damit April einen Neustart haben kann, um Papiere, Dokumente, Finanzen zu regeln. Ja, du sollst dich durchsetzen. Du sollst auch vor allen Dingen nicht immer darauf bauen, dass man dir hilft oder dass du Hilfe bringen sollst, sondern du sollst darauf bauen, dass im Monat April, sobald du alle Altlasten los bist, ja, sobald du auch sagst, okay, ich habe echt Kohle, auch wenn es weniger ist, aber du sagst, ich bin damit zufrieden, kommst du hier in eine andere, erneuerte Energie. Es kommt eine finanzielle Verbesserung auf dich zu, die aber bedarf, dass du im Monat April wirklich standhaft bist, okay? Sollte jemand dich um Geld fragen, vorsichtig, selbst wenn dieser Mensch jetzt gerade eine schwierige Situation durchlebt und dir verspricht, dass diese finanzielle Situation besser wird und du dein Geld zurückbekommst, mach es nicht. Im Monat April kann es durchaus sein, dass du sehr überfordert bist mit den Finanzen, ja. Der Sprit wird teurer, ja, die Paprikas kosten ein Schweinegeld, okay. Die Zahnpasta ist auch nicht mehr das, was die mal war. Meine Güte, jetzt muss ich eine teure Marke kaufen.
alles, was Belastung und Sorgen mit Finanzen zu tun hat, loswerden, damit sich hier wirklich eine Verbesserung darstellen kann. Du wirst die finanzielle Ebene regulieren. Okay, früher oder später, wenn nicht im Monat April, dann auf jeden Fall im Monat Mai, mach dir darüber keine Gedanken. Hier ist es wichtig, im Monat April hast du die Möglichkeit, auf all deinen Wegen, in all deinen Entscheidungen, in allen Situationen, ob du temperamental bist, ob du aktiv wirst, ob du neue Wege gehst, ob du nichts machst, ob du wartest, egal was ist, du hast einen Ast unter den Ärmel, weil dein Potenzial, deine Willensstärke, deine Dominanz, deine Art, ja, die Dinge anzugehen, werden dir zeigen, was ist richtig und was falsch. Du wirst auf jeden Fall einen mega geilen Erfolg erleben im Monat April, egal in welcher Hinsicht, und davon wirst du noch lange nähern. Du wirst viele Sachen in die richtige Bahn bringen. Ja, du wirst gesundheitliche Themen angehen. Du wirst familiäre Themen angehen. Ja, du wirst auf einmal, was weiß ich, nicht einen Cocktail zubereiten, obwohl du eigentlich nur Wasser trinkst. Du wirst erkennen, wie schön es ist, dein eigenes Potenzial zu schöpfen oder aus deinem eigenen Potenzial Klarheit zu schöpfen, um dann wirklich in eine geile Frequenz zu gehen. Finde ich geil. Also Finanzen, mach dir keine Sorgen. Wir haben hier immer wieder Entscheidungen. Entscheidungen, womit haben diese Entscheidungen zu tun? Mit deinem Recht, deine freie Meinungswahl zu äußern. Okay? Ob es in der Liebe ist, ob es in der Familie ist, ob es darum geht, ja, passionierten, leidenschaftlichen Sex mit einem Unbekannten zu haben, ob es darum geht, deiner Mission weiterzufolgen, ob es darum geht, in deinen Wunschberuf zu kommen, ob es darum geht, dich zu übertrumpfen, ob es darum geht, jemanden zu beeinflussen oder einen tollen Einfluss zu genießen, um etwas mehr zu bekommen in irgendeiner Sicht, ja. Es geht darum, im Monat April hast du Situationen, wo außenstehende Menschen dich beeinflussen wollen, weil sie sehen, du blühst auf, ja, und gönnen es dir nicht. Oder du hast die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, aus der Ruhe, aus der Sicherheit ein Aufblühen zu genießen, was gesegnet ist, was solide ist, ja, was keine Konflikte kreiert, was kompromissbereit ist, was wirklich hier Einsatz zeigt für sein Leben. Mach also wirklich von deinem freien Willen Gebrauch und ordne alles, was zu ordnen ist. Gerade in der Liebesebene, ja, haben wir für die Menschen, die, weiß ich nicht, unter einer Untreue gelitten haben, ja, für die, die mit Narzissten zusammen sind, für die, die in Partnerschaften sind und kommen und gehen mit Höhen und Tiefen, für diese Menschen, die schon wirklich viel Leid erfahren haben in einer Partnerschaft, okay, oder in Beziehungen, du hast die Möglichkeit, wie wir anfangs schon gesehen haben, eine glückliche Partnerschaft zu leben, einen Neubeginn zu starten. Du hast die Möglichkeit, wirklich hier aus der Einfachheit, aus der Kreativität, ja, dich zu entwickeln. Das heißt, ich schminke mich heute, obwohl ich keine Schminkemaus bin, okay? Ich gehe heute mal ins Internet, obwohl ich da eigentlich keine Böcke drauf habe. Ich gehe heute mal tanzen, ja, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe. Also, sofern du deine Einstellung zur Gefühlsebene, zur Liebe änderst, okay, und deinen Schmerz verarbeitest, deinen Schmerz zurücklässt, deinen Schmerz verabschiedest, kommt eine Person auf dich zu, die dir wirklich tolle Momente kreieren kann. Für einige von euch wird es eine feste Partnerschaft werden, für andere von euch ist es einfach nur nochmal eine Lernaufgabe, aber das Wichtigste ist einfach, dich zu trauen, ja, aus der Möglichkeit, die sich dir bietet, in der Liebe wirklich was Schönes zu erfahren. Für die Leute, die wirklich sagen, Alena, ich bin schon über 50, 60, 70, ja, Alena, ich bin verwitwet, Alena, weißt du was, also ehrlich gesagt, habe ich keine Böcke auf die Liebe, ist nicht schlimm. Geh in die Selbstliebe, in die Wertschätzung. Mach dich trotzdem schön für dich selber, ja? Sei trotzdem gutherzig zu dir selber. Mach das, was dir gut tut, damit dein Seelenfrieden, deine Liebesenergie, auch deine Sexualenergie fließen kann, damit hier wirklich tolle neue Erinnerungen kreiert werden können. Ganz, ganz wichtig, ja? Und wir haben hier, schau mal, wir haben das Ass der Kelche und wir haben das Ass der Münzen. Und wir haben die Karte des Erfolges. Das heißt, du hast im Monat April wirklich alle Türen offen, um diese Situation, die du verändern möchtest, zurückzulassen, um diesen Weg, den du gehen möchtest, zu gehen. Dein Potenzial wird immer stärker, dein Herz wird immer gesünder, ja? Die Menschen, die ziehst die an wie ein Magnet, sobald du eine Entscheidung änderst. Und hier sprechen wir auch von dem Erfolg in den Finanzen, okay? Und Wege, die sich öffnen, Wege, die du gar nicht dir vielleicht erträumt hast zu gehen, einige schon, andere nicht. Aber das ist vor allen Dingen ja die Bodenständigkeit, die Sicherheit, die Stabilität, das Aufatmen und sagen, Gott sei Dank. Und hier kommt schon die geistige Welt, die sagt, Widder, es ist nicht alles so schwer, genieße es, okay?
Im Arbeitsbereich haben wir ein paar Baustellen. Es gibt mehrere Personen, die hinter deinem Rücken reden werden. Ja, es gibt mehrere Personen, die halt ein bisschen usselig zu dir sind oder usselig werden können. Höre auf dein Gefühl, ja. Höre dich auch ein bisschen um, ohne groß Alarm zu schlagen. Und dann rede mit den Menschen, stell die Sachen klar und ab nach vorne. Arbeit an sich wird weiterhin gut laufen. Ja, du wirst vielleicht eine Beförderung bekommen können oder neue Projekte. Einige machen sich auch selbstständig, einige genießen den Homeoffice. Für die, die eine Berufsveränderung anstreben, ab nach vorne. Es ist auf jeden Fall besser, wie in diesem Kakao zu bleiben, wenn du unglücklich bist im Job im Monat April oder schon länger. Raus da. Okay, es kommen bessere Zeiten, es kommen bessere Jobs, es kommen Bewerbungsgespräche. Aber du entscheidest auch hier, ob du weiter so machen möchtest wie bisher oder ob du dir den Raum gibst, was zu verändern. Für die, die keinen Job haben, für die, die eine Umschulung machen möchten, für die, die noch nicht ganz sicher sind, nimm dir noch ein bisschen Zeit. Aber spätestens bis Monat April, Mai, Juni, bis spätestens im Juni wirst du auf jeden Fall eine Arbeit haben können, wenn du es möchtest. Achtet bitte nur ein bisschen auf die Gesundheit, ja, aber ansonsten nicht. Hier will immer die Liebe reden. Die Liebe möchte reden, die Gefühle möchten reden, ja, deine Verbindung möchte reden. Es kommt jemand auf dich zu. Es ist für einige schon bereits dieser Mensch in deinem Leben, auch wenn du noch nicht ganz analysieren kannst, wer dieser Mensch ist, okay? Und wenn du analysieren kannst, wer dieser Mensch ist, geht es darum zu sagen, ja, aber er hat eine Partnerin. Ja, aber sie hat eine Partnerin. Ja, aber wir haben einen Altersunterschied. Ja, aber wir wohnen so weit weg. Alle Fragen, die im Bereich Liebe, Gefühle kommen, schau sie dir an. Alles hat eine Lösung, okay? Ich sage dir, du wirst im Monat April mega glücklich werden. Auch wenn es dir schwerfällt, du wirst überfordert sein, ja, aber auch gleichermaßen befreit. Du wirst rumjürzen, ja, aber du wirst sehen, mit jedem Erfolgserlebnis steigt dein Selbstbewusstsein, steigt dein gesundes Ego wieder, steigt dein Selbstvertrauen. Für die Menschen, die dich verachten, für die Menschen, die dir schaden wollen, für die Menschen, die dir geschadet haben, für die Menschen, die irgendeinen Scheiß mit dir gemacht haben, die werden ihren Otto kriegen. Du wirst es vielleicht noch nicht im April sehen, aber in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten bis im Sommer wirst du sehen, wie dieser Mensch seinen Otto dafür bekommt. Okay? Wir haben vor allen Dingen Thema mit Konflikten, mit Tauziehen. Was ist innerhalb der Familie los? Okay? Warum raubt man mir die Freiheit? Warum gibt man mir einfach nicht die Luft zum Atmen? Im Monat April heißt es, jede Art von Diskussionen, von Streitereien, von Drama, von Problemen, von Negativitäten, ob du was hörst, ob du mit reingezogen wirst, ob es einfach nur ein Gerücht ist, ob du selbst betroffen bist, klar zu analysieren und abzuwägen, lohnt es sich nicht. Wir machen einen großen Bewusstseinssprung für unsere Wiedergeborenen. Viele von euch habt ihr wirklich immer noch Thematiken mit einer Vergangenheit, mit einem Mann, mit einem Vater, mit einem Bruder, einer verstorbenen Seele, jemand, der einfach nur aus deinem Leben sich verpisst hat, ja, oder du dich verpisst hast und dich jetzt bereust. Viel Aufarbeitung von der Vergangenheit. Einige chaotische Situationen kommen in die Auflösung, aber zu guter Letzt haben wir wirklich alle Gefühlsebenen, Stabilität, Freude, Sicherheit, Liebe, alles ist dabei. Und die Menschen, die auf dich zukommen, sind Krebs, Fische, Skorpione, Zwilling, Waage, Wassermann, Stier, Jungfrau, Steinbock, sind die Hauptenergien. Okay? Was ich dir rate ist, egal welcher Mann, egal welche Frau in deinem Leben kommt und dir ein Liebesangebot macht, schau erstmal in Ruhe nach. Egal welche Diagnose du bekommen magst, ja, hol dir eine zweite Meinung ein. Egal was in den Finanzen ist, überprüfe die Situation. Egal was sein sollte, nehme dir eine Minute zum Durchatmen, zum Analysieren, zum Klarwerden und dann zu handeln. Ja, wir haben hier die Kinder, wir haben hier jugendliche Personen, wir haben aber auch einen Widder, der so erfolgreich ist, einen Widder, der so in der Liebe ist, in den Gefühlen ist, der nackt durch die Gegend läuft vor lauter Freude. Widder, die sagen, ich lasse mir keinen Druck machen, ich genieße es auf Mutter oder Vater, ja, ich gehe auch Party machen. Deine impulsive Art kann deine Stärke sein und deine Schwäche sein, aber die Wertschätzung zu dir selber und die Neubeginne und diese Potenzialserneuerung wird echt eine krasse Energie werden im Monat April. Genieße es, auch wenn es manchmal hart ist, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es manchmal aussichtslos ist. Aber gehe die Wege, die zu gehen sind. Umzug, mach es. Schwangerschaft, mach es. Ja? Geldinvestitionen, mach es. Was weiß ich nicht. Ruhe, nimm sie dir. Egal was ist, das Schicksal im Monat April sagt, diesen Weg, den du gehen sollst, diesen Weg, den du schon längst hätte gehen sollen,
ja, vor Ewigkeiten, wird sich dir nochmal aufzeigen und du entscheidest, ob du dich verbarrikadierst, okay, oder ob du sagst, ja, hier haben wir es, Löwe, Schütze und Widder. Ich gehe durch diese Türe hindurch und lass mich überraschen, weil die Großherzigkeit, dieser Erfolg, dieses Geschenk, was du zurückbekommst, wird sich alle Male lohnen. Du wirst es mir noch berichten, okay? Denk dran, deine Kommentare sind immer erwünscht. Ich antworte auf jedes Kommentar, natürlich selbstverständlich. Und brauchst du eine private Legung, April, also für März habe ich nur noch 3 Termine frei. Notfall-Express-Legung, Rituale, Wegöffnungen, ja, wie es ganz viele andere Menschen machen, auch meine Therapien, nutze sie. V-U-A-X-B-Q-Z-R-K-H-S-V. Passe diese Buchstaben an auf das, was mit dir resoniert. Hast du Fragen, wie auch immer, schreib mich an. Es wird ein spektakulärer Monat, okay? Viel Nervenkarussell, viel Kribbeln, viel was auch immer, aber auch viel Leidenschaft, viel Passion. Und trotz alledem, Achtsamkeit ist geboten, aber du wirst alles überstehen mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Überprüfung und mit der richtigen Hilfestellung. Von mir aus alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bye!